Herzlich willkommen bei JG-Kritik und heute kann ich euch sogar einen kompletten Kurzfilm hier auf diesem Kanal präsentieren, denn es geht heute um einen Kurzfilm, der da heißt Almost Home, fast zu Hause, und dabei handelt es sich quasi um einen Kurzfilm-Trailer, denn dieser Kurzfilm soll einen abhängigen Trailer zu einem Film darstellen, der in irgendwann, ja in ungefähr 8 Monaten in diesem Jahr noch in die deutschen Kinos kommt, und damit geht es jetzt um einen Animationsfilm, und ich würde sagen, schaut euch einfach mal diesen 4 Minuten Kurzfilm an und dann kommt meine kurze Meinung dazu. Meine lieben Boof-Brüder. Wie wir ein kleiner Applaus für Daddy. Oh, dankeschön. Ich habe uns wieder mal gerettet. Wir haben einen neuen Heimatplaneten, wo wir vor unseren Feinden für immer in Sicherheit sein werden. Wir sind zu Hause, der beste Kapitän. Ich liebe dich, Kapitän. Ja, danke. Jetzt von dieser Seite. Jetzt die andere Seite. Ja. Nie wieder wegrennen. Willkommen zu Hause. Ein furchtbarer Planet. Wer hatte nur diese Schnapsidee? Du, Sir. Falsch. Also, wer entdeckt jetzt einen Planeten, den ich entdecken kann? Ernie, wie wär's, wenn du ihn erstmal auskundschaftest? Gut. Alles klar. Ups, nächster. Halt. Und das ist der Winter. Nächster. Zu dunkel, oder? Was meint ihr? Zu dunkel? Hallo? Nächster! Nächster! Ach, vergesst es! Wir werden niemals ein sicheres Zuhause finden! Ich werde jetzt das Boof-Todeslied singen. Hey, ich sing hier das Boof-Todeslied. Die haben einen Planeten gefunden, der perfekt ist. Bist du sicher? Keine Lasertintenfische? Nein, Sir. Keine fleischfressenden Einhörner? Erinnerst du dich? Sogar das Wetter ist perfekt. Gefällt mir! Ich hab uns wieder mal gerettet! Wir sind zu Hause! Willkommen zu Hause! Leb wohl, neues Zuhause. Captain, sieh nun. Gefällt mir. Neuer Plan. Schrecklicher Name, klingt das, würde man würgen. Genau, und das war der erste Trailer, beziehungsweise ein Kurzfilm, gleichzeitig Trailer zu einem Film, der uns am Ende dieses Jahres in die deutschen Kinos erwartet. Und ganz wichtig jetzt, dieser Kurzfilm enthält keine finalen Filmszenen aus dem Film, sondern das ist ein Film, der extra produziert worden ist, um diesen Film quasi zu teasern, beziehungsweise das soll sogar die Vorgeschichte zu dem Film sein, der dann in die deutschen Kinos kommt dieses Jahr. Und ich bin so der Meinung, dieser Film hat jetzt zwar mich nicht durchgängig zum Lachen gebracht, aber man hat hier und da mal geschmunzelt, ist eine ganz nette
Geschichte und ich denke, da wird auf jeden Fall ein ganz netter Film bei rauskommen, wenn er, ich glaube im November oder September war es, wenn er dann wirklich in die deutschen Kinos kommt. Und viel, viel mehr will ich dazu gar nicht sagen, sondern ich bin eher gespannt, was haltet ihr von diesem Kurzfilm, und da bitte alles in diese Richtung, unten in die Kommentare. Und ja, ich habe jetzt direkt ein Problem mit dem Bewerten, weil das ist ja sowohl ein Film als auch ein Trailer. Und keine Ahnung, dann schmeiße ich halt die Bewertungen zusammen und ich mache einfach mal so, sag so einfach jetzt mal, was ich davon halte. Und zwar denke ich, dass dieser Trailer von mir oder dieser Kurzfilm von mir, sag eine Zahl, Yannick, was machen wir? Also ich würde jetzt sagen, der ist nicht besonders schlecht, nicht besonders gut, so ein Mittelding wieder. Ich würde ihm jetzt mal 8 von 10 möglichen Punkten geben, denn ich bin schon ganz interessiert daran, was aus diesem Film werden könnte. Was würdet ihr diesem Film geben? Schreibt es bitte alles in die Kommentare, denn es muss ja nicht sein, dass nur weil ich hier vor der Kamera stehe, dass meine Meinung immer richtig sein muss. Vor allem kann es ja bei Meinungen eigentlich nichts Richtiges geben. Also alles in die Richtung, ich sehe gerade das Mikrofon hängt hier schräg, alles in die Richtung, in die Kommentare. Ansonsten habt ihr hier jetzt noch ganz viele Links um mich herum und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr bei einem nächsten Video von mir wieder mit dabei sein würdet. Zum Beispiel DVD-Review, Kinokritik oder ein Trailer-Check. Und ja, schaut einfach mir damit rein, denn es gibt demnächst viele Filmkritiken. Und zum Beispiel freue ich mich sehr, dass ich Noah ein paar Tage früher sehen darf und da dann schon mal reingehe und für euch den Film mir angucken werde. Und ja, seid gespannt, wird demnächst alles kommen.